Heute geht es um eine Aufgabe aus dem Bereich Kraft- und Bewegungsänderung. Ihr findet diese Aufgabe im Buch Impulse Physik Mittelstufe auf Seite 259. Und da ist es Aufgabe 1. Es geht hier um einen Radfahrer mit einer Masse von 90 Kilogramm. Ja. Und die Bremskraft ist angegeben. Die Bremskraft soll 300 Newton betragen. Schauen wir uns erstmal an, was ist damit gegeben? Wir haben also Masse 90 Kilogramm. Bremskraft ist 300 Newton. Das sind 300 Kilogramm pro Sekunde Quadrat. Das handelt sich jetzt hier tatsächlich um eine Bremskraft. Es wäre also ganz clever, wenn man diese Kraft negativ nimmt. Also ich sage mal, ich mache mal für mich minus 300 Newton draus, weil die Kraft ja der Bewegung entgegengerichtet ist und zu einer Verzögerung führt. Wir haben jetzt in Teilaufgabe A eben diese Situation. Die Geschwindigkeit am Anfang sind 25 km/h. Das Fahrrad fährt also mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Jetzt setzt diese konstante Bremskraft ein. Und das Fahrrad verzögert bis 0 km/h. Wir brauchen jetzt Informationen über diese Verzögerung oder über diese negative Beschleunigung, die dort auftritt. Und wir müssen wissen, wie groß die Geschwindigkeitsänderung ist, weil am Ende suchen wir die Dauer dieses Bremsvorgangs, Delta T. Das ist also die gesuchte Größe. Okay, also schauen wir mal die Verzögerung. Also die negative Beschleunigung. Die können wir berechnen aus den Angaben, die wir am Anfang hatten, über die Grundgleichung der Mechanik. Die Kraft ist die Masse mal die Beschleunigung, unter der Voraussetzung, dass die Masse konstant ist. Beziehungsweise, ja, die Kraft ist die Änderungsrate des Impulses, könnte man vielleicht auch sagen. Hier bekommen wir leicht die Beschleunigung raus, indem wir durch m teilen, also f durch m. Und dadurch, dass wir uns jetzt oben, anders als in der Aufgabe angegeben, ein Minus gegönnt haben, haben wir hier jetzt also minus 300 Newton durch 90 Kilogramm und das sind minus 10 Drittel. Newton durch Kilogramm ergibt Meter pro Sekunde Quadrat. Hier genau Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Ja. Okay, also das ist die Verzögerung, die negative Beschleunigung. Und wir müssen jetzt auch noch eine Annahme darüber machen, wie diese Verzögerung wirkt. Wir gehen also davon aus, es handelt sich um eine konstante Verzögerung. Dann haben wir eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Mit einer konstanten negativen Beschleunigung. Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, bei der ist es so, die Geschwindigkeit steigt linear an und die Änderungsrate ist die Beschleunigung. Wir kennen die Beschleunigung ja schon, aber wir brauchen jetzt den Zusammenhang zur Geschwindigkeit. Die Anfangsgeschwindigkeit
die wir hier haben, ist 25 km/h. Oder ich rechne es mal um in Meter pro Sekunde. Das sind 125 Achtzehntel Meter pro Sekunde. Ich habe natürlich gerechnet, also 25 geteilt durch 3,6. Okay, und die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit ist 0 Meter pro Sekunde. Die Änderung der Geschwindigkeit, Delta V, ist also V2 minus V1, also 0 Meter pro Sekunde minus 125 Achtzehntel Meter pro Sekunde. Das sind also minus 125 Achtzehntel Meter pro Sekunde oder für Freunde der Dezimalzahlen minus 6,94 Periode Meter pro Sekunde. Okay, also im VT-Diagramm hätten wir jetzt also eine Geschwindigkeit, die so linear ansteigt, und wir interessieren uns jetzt für die Steigung, hier Delta V, hier Delta T, und die Steigung ist die konstante Beschleunigung, ist Delta V durch Delta T. Naja, jetzt habe ich natürlich hier eine steigende, also eine positiv beschleunigte Bewegung gezeigt. Wir haben ja in Wirklichkeit eine negative Beschleunigung, also eine fallende gerade. Der prinzipielle Zusammenhang ist davon aber nicht berührt. Wir können also sagen, die konstante Beschleunigung, die wir ja schon kennen, ist Delta V, kennen wir auch, durch Delta T, das suchen wir. Wir haben also hier den Zusammenhang, der unsere bekannten und gesuchten Größen verknüpft. Den stellen wir um per Äquivalenzumformung. Ich multipliziere mit Delta T, um das unter dem Bruchstrich wegzubekommen und teile dann durch A. Genau. Dann haben wir Delta V, Quatsch, Delta T ist gleich Delta V durch A. Und das können wir jetzt ausrechnen. Das sind also minus 125 Achtzehntel Meter pro Sekunde geteilt durch minus 10 Drittel Meter pro Sekunde Quadrat. Die Einheit ist Sekunde. Das kürzt sich schön raus. Das Minus kürzt sich auch raus. Die Zeitdauer ist also positiv, so wie das auch logisch ist. Und den Zahlenwert bekommen wir, naja, können wir ausrechnen, das sind 125 Achtzehntel mal 3 Zehntel. Das sind also, kürzen wir einmal, 125 Sechzigstel. Jetzt habe ich die Einheit vergessen. Sekunde. Das sind also 2,083 Periode oder 25 Zwölftel. Sekunden. Gut, das ist die Dauer des Bremsvorgangs. Jetzt sollen wir noch den Bremsweg berechnen. Hier gehen wir wieder davon aus, dass es sich um eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung handelt. Und dann gibt es ja den Zusammenhang Delta S, also die Änderung der Strecke während des Bremsvorgangs ist 1/2 a mal Delta T zum Quadrat. Und ja,
Das können wir jetzt ausrechnen. Wir haben also 1/2 mal minus 10 Drittel Meter pro Sekunde Quadrat mal 25 Zwölftel Sekunde zum Quadrat. Bleibt Meter. Und wir haben also eine in dem Fall negative Wegänderung von 7,23 Metern. Okay, kurz zusammengefasst. Gegeben sind Masse und Kraft. Damit haben wir die Beschleunigung. Wir gehen davon aus, dass die Beschleunigung während des Bremsvorgangs konstant ist. Damit können wir also die Geschwindigkeitsbeschleunigungs- und Strecke Beschleunigungszusammenhänge anwenden, die für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung gelten. Damit lassen sich dann die Bremsdauer und die Länge des Bremswegs berechnen.